und herzlich willkommen Hi. zu Spaß mit Spielen. Heute gibt es von uns eine Rezension zu Volt, genau. Ein Spiel von Emerson Matsuchi, erschienen bei Heidelberg Games. Und das ist ein Spiel für ab 10 Jahren, 2 bis 4 genau. Spieler und dauert ungefähr 30 Minuten. Genau, und ich würde sagen, ich erkläre euch mal kurz ungefähr, wie das Spiel funktioniert. So, hier seht ihr Volt einmal für 2 Spieler aufgebaut. Nach eines Spiels nimmt sich jeder einen Roboter aus, bekommt einen Sichtschirm, das Control-Tableau, diese Statusanzeige, legt sie vor sich hin. Das gleiche bekommt Spieler blau, dann bekommt man 2 rote Würfel und 2 blaue Würfel. Wir haben hier solche Siegpunktplättchen, mit einer Seite eine Zahl und einer ein Sternchen. Dann haben wir hier Tokens, die den Schaden anzeigen und hier Tokens, die gebraucht werden für die verschiedenen Module, also die verschiedenen Farben. Es ist wohl ein Spiel, in dem jeder einen Roboter verkörpert. Und diese Roboter werden in der Arena platziert. In der Arena kämpft man gegeneinander. Und wer zuerst 5 Siegpunkte erreicht hat, hat das Spiel gewonnen. Und funktioniert das Spiel am Anfang? Wie gesagt, kriegt jeder sein Spielmaterial. Dann darf jeder von diesen Karten eine Karte ziehen, mit unterschiedlichen Rückseiten. Das heißt, ich durfte eine blaue oder eine gelbe Karte ziehen, eine rote oder eine gelbe, oder so wie ich möchte. Der Spieler bekommt zusätzlich eine Karte mit der Rundenübersicht und einmal eine Karte, die den Roboter repräsentiert. Wenn ich jetzt also einmal meine blaue Karte ziehe und eine rote Karte, roten verbessert die Bewaffnung, blau die Bewegung und gelb sind so taktische Sachen. Dann am Anfang der Partie, selber hier mit 10, würde ich dann hier so ausrüsten. Das kann man so schön sehen anhand dieser Verbindung hier. Die 2 Karten geben meinem Roboter jetzt verschiedene Fähigkeiten. Anschließend nimmt man sich diese Bett hier mit den Zahlen drauf. Im Spiel zu zweit sind es eben dann 1 und 2. Mischt die und zieht dann davon eine. Ich werde jetzt Spieler 1 und blaue Spieler 2 für die erste Runde. Ich kann dann da vorne hinlegen. Gebe dem blauen Spieler auch mal Karten. Ein Operator, also ein Spieler, zieht dann noch hier auf dem Siegpunktplättchen einen Siegpunkt. Da wird zum Beispiel 1 drauf. 1 bedeutet, dass man jetzt bei dieser Arena einen Siegpunkt hier auf dieses erste Feld legt. Und dann, weil ich die Nummer 1 gezogen habe, ziehe ich zuerst meinen Roboter in die Arena, würde mir dann hier ein Feld aussuchen, von mir diesen Pfeilen markierte Felder aussuchen. Könnt ihr dann zum Beispiel hier hinstellen. Anschließend wird das blaue Spieler auch tun. Und schon könnten wir die Partie beginnen. Anfangen würden wir mit der Programmierungsphase. Hier würde sein Sichtschirm hier aufstellen, damit die anderen Spieler nicht gucken können, wie man seinen Roboter programmiert. Dann würde man die Würfel nehmen, dann legen wir wieder runter, damit man das besser erkennt. Dann nimmt man seine Würfel in die Hand und programmiert eben seinen Roboter. Auf jedes dieser 3 Felder legt man einen Würfel. So blaue Würfel sind für die Bewegung, man kann eben nach oben, nach unten, links und rechts laufen. Und die roten Würfel sind für Beschuss, man kann auch diagonal schießen, aber hierüber kann man sich nicht bewegen. So programmieren die Spieler gleichzeitig ihre Roboter, setzen ihre Würfel ein, je nachdem was sie machen möchten. Und so. Anschließend wird das Sichtschirm hochgenommen und dann kommt die Phase der Aktivierung. Da werden die Schritte von 1 bis 3 abgehandelt. Erst alle Spieler Schritt 1, alle Spieler Schritt 2, alle Spieler Schritt 3. Und Phase 3 ist dann, dass wir die Effekte ausgelöst werden, auf denen, in welchen Feldern sich der Roboter befinden. So, wir programmieren jetzt einen Roboter. Die blauen Würfel sind zum Bewegen da. Wenn man einen blauen Würfel nimmt, dann stellt man die Augenzahl ein. Also man würfelt in diesem Spiel keine Würfel, sondern man stellt die Augenzahl ein. Und bei der blauen Würfel heißt die Augenzahl, wie viele Felder man sich fortbewegt. Das möchte ich jetzt einfach mal am Anfang, da das Ständchen liegt, 2 Felder nach vorne fahren. Wäre mein erster Schritt, ich nehme den Würfel auf 2 und lege den hier nach oben. So, im zweiten Schritt kann ich zum Beispiel diesen roten Würfel hier nehmen. Und das bedeutet, ich würde in die Richtung, welche Würfel lege, schießen. Die Augenzahl ist dabei, was die Reichweite anbelangt, egal, da die Laser immer auf maximale Reichweite schießen. Die Augenzahl bestimmt dann die Reihenfolge, in der die Schüsse aktiviert werden. Niedriger die Zahl, desto eher wird geschossen. Wenn ich also die 1 lege und mein Gegner eine 2, würde ich vor ihm schießen. Haben beide eine 1, gibt es eine andere Reihenfolge, dazu kommen wir gleich. Als zweiten Schritt möchte ich nach rechts schießen, weil ich vermute, dass der Bauspieler da hingehen könnte. Und ich möchte damit möglichst früh schießen, dann lege ich dann eine 1 hin. Als dritten Schritt möchte ich einen Schritt nach rechts mich bewegen, um auf dem Siegpunkt zu stehen und dann in der Runde diesen Siegpunkt einzusammeln. Weil wenn man 5 Siegpunkte hat, gewinnt man ja das Spiel. So, jetzt haben wir beide unseren Roboter programmiert. Bevor ich aber zur Ausführung komme, möchte ich noch einmal auf die Fähigkeiten eingehen. Die Fähigkeiten, die wir am Anfang gezogen haben, verbessern eben unsere Roboter. Zum Beispiel hier zum Beispiel Teleport. Hier kann man bei Fähigkeiten sagen, hier liegt die Bedingung. Das Teleport wird aktiviert, wenn ich einen roten Würfel zwischen 2 und 5 positioniere. Diesen roten Würfel würde ich nicht schießen, sondern diesen Effekt dieser Karte ausführen. Ich kann mich dann also dazu entscheiden, diesen Effekt dieser Karte auszuführen. Ich muss ihn nicht ausführen. Als andere Fähigkeit habe ich diese Minen. Die Minen werden aktiviert mit einem blauen Würfel, der 2 bis 6 zeigt.
Und dann kann ich eine Mine auf dieses Feld legen, indem ich starte. Und wenn die Mine angestoßen wird, dann explodiert sie. Das heißt, das Feld, wo die Mine liegt, und alle Felder angrenzend bekommen einen Schaden. Das zeige ich nochmal die gelbe Fähigkeit beim blauen Spieler. Das wäre super bei seiner Rahmenerweiterung. Und er darf dann zwei Würfel am Steuerkreuz legen und einen davon aktivieren. Er ist also ein bisschen flexibler mit den Fähigkeiten. So gibt es viele verschiedene Fähigkeiten in den Decks, die machen das Spiel sehr variabel und abwechslungsreich. Immer wenn man gestorben ist, darf man sich eine Karte vom Deck ziehen und sie ins Inventar packen. Und wenn ein Roboter quasi da drauf sitzen würde, kann man sich entscheiden, die Fähigkeiten auszutauschen. Aber die Fähigkeiten, die man austauscht, verliert man nicht, sondern die kommen quasi direkt ins Inventar. Und so kann man immer beliebig von Runde zu Runde die Fähigkeiten ändern. So, wir haben also jetzt unseren Roboter programmiert. Und jetzt würde die Ausführung anfangen. Dazu nehmen wir uns mal das blaue Tableau hier nach vorne. Ich habe die Kontrolle jetzt dahin nicht, da die Ausrichtung immer davon ausgeht, dass man eben an jeder Kante einem Spieler zugeordnet ist. Dann schauen wir auf die Würfel. Ich habe hier eine blaue 2 hingelegt und blaue Splitter auch eine blaue 2 hingelegt. Das heißt, wir beide möchten uns bewegen. Kommen wir jetzt also zur Reihenfolge. Da wir beide die 2 gelegt haben, würde es gleichzeitig passieren. Also wird jetzt geschaut, welche Aktion zuerst ausgeführt wird. Die Reihenfolge ist auch sehr schön hier bei Aktivieren drauf abgebildet. Das heißt, zuerst wird geschaut, wie die Augenzahl des Würfels ist. Dann haben wir beide 2. Der zweite Schritt schaut man, welche Farbe der Würfel hat. Blau hat Vorrang vor Rot. Da beide Würfel blau sind, wird geschaut, wer von uns beiden denn das Einserplättchen hat und welcher das Zweierplättchen. Ich habe das Einserplättchen, blau hat davon das Zweierplättchen. Das heißt, meine Aktion wird zuerst ausgeführt. Das heißt, ich nehme diesen Würfel runter und bewege mich 2 Schritte nach vorne. Anschließend ist blau dran, nimmt den Würfel auch runter und bewegt sich 2 Schritte von ihm aus gesehen nach links. Anschließend wird Schritt 2 ausgeführt. Ich schieße nach rechts und drehe mal die Arena ein bisschen, dann kann man das gut sehen. Da steht auch der blaue Spieler. Das bedeutet, ich treffe ihn mit einem Schuss. Das heißt, er bekommt einen Schadenstoken auf seiner Monitor, also Statusleiste. Sobald er 3 Schaden hat, wäre er zerstört und ich würde einen Punkt bekommen. In dem Fall hatte ich ja auch Glück, dass ich eine 1 gelegt habe und der blaue Spieler eine rote 2 gelegt hat. Darum habe ich zuerst geschossen. Bringt mir aber nicht so viel, da er jetzt auch nach vorne schießt und dann somit mich auch trifft. Also bekomme ich auch einen Schaden. So, als nächstes wird der dritte Schritt ausgeführt. Er hat wieder geschaut, okay, welche Augenzahl habe ich denn? Ich habe die 1, er hat die 3, also wird mein Schritt zuerst ausgeführt. Gadget drüber auf den Siegpunkt. Dann kommt der andere blaue Spieler an die Reihe. Er geht 3 Felder nach vorne. 1, 2, 3. Da ich auf diesem Feld stehe, schiebt er mich einfach ein Feld weiter und so schiebt er mich vom Siegpunkt wieder runter. So, dann kommen wir jetzt auch schon zur Phase 3. Da wird ausgewertet. Ich stehe auf keinem besonderen Feld, das heißt, bei mir passiert nichts. Blaue Spieler steht auf dem Siegpunkt, also bekommt er diesen Siegpunkt, hat diese Runde einen Siegpunkt gemacht. Da ich die Mine als Fähigkeit habe, hätte ich also, bevor ich losgefahren bin, hätte ich eine Mine auf meinem Feld platziert. Anschließend würde die nächste Runde beginnen. Es beginnt damit, dass ein Operator wieder ein Siegpunktplättchen zieht. Das ist ein 2, liegt hier auf die 2. Anschließend würde man die Schadensmarke von zerstörten Robotern runterlegen. Dann wird zerstörte Roboter wieder in die Arena gesetzt. Und zwar beginnt mit dem Plättchen, der die niedrigste Zahl hat. Anschließend werden die Plättchen zurückgelegt, hier oben drauf. Dann werden die Sichtschirme aufgestellt, dann wird das Programmieren von neuem beginnen. Wer zuerst mit dem Programmieren fertig ist, darf sich eines von diesen Plättchen nehmen und sich entscheiden, welches haben möchte, nachdem was für eine Taktik oder Strategie er fährt, ob er eben als letztes oder zuerst dran sein möchte. So spielt man so lange weiter die Runden, bis man als einen Spieler 5 Siegpunkte hat und hat dann das Spiel gewonnen. Es gibt verschiedene Arenen in dem Spiel. Das ist die Anfangsarena, hier gibt es Gruben. Wenn man dort hineingerät, dann ist der Roboter zerstört. Und er kommt das nächste Runde wieder rein. Wenn man da reingeschubst wird, bekommt der gegnerische Spieler, der einen da reingeschubst hat, auch einen Punkt. So, dann gibt es diese gelben Felder. Das bedeutet, dass man sich da reparieren kann. Oder wenn man da draufsteht, kann man sich auch dafür entscheiden, eine neue Karte zu ziehen und sich damit dann auszurüsten. Wenn man aus dem gelben Feld steht am Ende der Runde, darf man allen Schadensmarker von seinem Roboter entfernen oder eine weitere Modulkarte ziehen. Die kommt dann ins Inventar. Und man darf dann in Phase 0, nachdem alle Schadensmarker von zerstörten Robotern entfernt worden sind, da können die Spieler ihr Inventar anschauen und eventuell Module austauschen und sich so für diese Runde neu ausrüsten. Ja, so spielt man dann weiter, bis er einer der 5 Siegpunkte hat und derjenige hat dann das Spiel gewonnen. Es gibt noch andere Arenen mit verschiedenen anderen Effekte, aber ich glaube, ihr habt jetzt einen Überblick bekommen, wie man das Spiel ungefähr spielt. Und jetzt kommen wir zum Fazit. Jo, also Volt, da fällt besonders direkt mal auf, dass es eben diese schöne Arena hat in der Mitte. Und das finde ich passt sehr gut eben zum Spiel, dass man eben auch diese Werbebanner quasi hat und das auch integriert ist, indem man die Plättchen eben oben drauf legt. Das finde ich einfach richtig cool gemacht und bringt dann eben die Atmosphäre auch richtig gut rüber. Ja. Ne? Und diese verschiedenen Arenen sind toll designt. Das finde ich richtig cool. Und die Miniaturen sind toll. Also gut, sind nur 4 Miniaturen, aber
wenn das mit den Tun sind, finde ich schön. Richtig. Gehört auch dazu, ne? Roboter-Arena muss halt auch Roboter haben. Richtig, ja. Das hätten auch Pappmarker sein können. Genau. Da, also dadurch, dass das Material so stimmig ist, trägt das echt viel zu dem. Zu der Atmosphäre bei. Genau, ja. Kann man so sagen, ja. Das finde ich, das haben sie einfach echt gut geschafft und darum finde ich, kann man sagen, dass das Material und das Artwork echt top gewählt ist. Also das macht richtig Spaß, auch dass der Controller eben halt so aussieht wie so ein Controller mit diesen Tasten drauf und den Sichtschirmen und so. Das hat man einfach direkt Spaß, finde ich, damit. Ja, den Großteil hast du jetzt schon gesagt, das ist einfach wundervoll gestaltet und man kann einfach wunderbar eintauchen, dadurch, dass man das halt genauso vor sich hat wie... Wie man es sich einfach so vorstellt, so ein Roboterspiel. So muss es aussehen. Macht man noch im Hintergrund wie so Zuschauer so jubeln rein oder so. Nee, ist echt cool. Ja, also ich würde auch sagen, Volt ist eher so ein bisschen so familienspielmäßig. Ne? Also ich finde, man kommt super schnell rein. Ja. Also man liest die Regeln einmal durch. Es gibt auch so eine Testvariante. Das sind irgendwie ein, zwei Seiten oder drei Seiten nur. Und dann ist man auch schon im Spiel drin und kann damit schon sehr viel Spaß haben. Das finde ich richtig cool gemacht. Das hat diese Programmierung. Erlaubt es eben, wie gesagt, leicht einzusteigen, aber eben auch das richtig schön zu überlegen. Also man kann es wirklich überlegen, ja, wo legt die Würfel hin und was macht der andere denn bloß und so weiter. Und finde ich ganz schön. Ist vielleicht auch, Macke würde ich nicht sagen, aber man kann halt schon, wenn man dazu neigt zu grübeln, echt da wirklich alles durchdenken. Was aber dann nicht so förderlich ist fürs Spiel, weil es eher so ein Spaßspiel ist. Man soll vielleicht schon ein kleines bisschen überlegen, ein bisschen setzen und so. Man hat ja auch Nachteile, wenn man länger überlegt, wenn man dann die Päckchen erkriegt, aber dennoch. Also es kann, finde ich, wenn jemand, also für mich ist es so, wenn jemand bei so einem eher seichten Spiel dann wirklich irgendwie gefühlt 10 Minuten überlegt, ne, wobei alle anderen dann sitzen und warten, weil einfach nur wissen, wie geht diese Schlacht aus, dann, Ja, ich finde die Mechanik von dem Spiel auch sehr toll. Also wie man die Roboter mit seinen Würfeln da steuern kann und schießen kann, finde ich sehr, sehr cool. Vor allem ist es sehr intuitiv, wie ich finde, dass man bewegen halt nur geradeaus, rechts, links. Und aber schießen auch diagonal in alle Richtungen, das finde ich besonders cool, dass das so ein bisschen unterschiedlich ist. Ja. Ja, ich finde es auch cool. Dadurch kommt es auch zu Situationen, ne? Also das Spiel, also man erlebt einfach Chaos auf dem Schlachtfeld. Ne? Zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe auch gedacht, da stand einfach diagonal jemand mit einem Lebenspunkt, gut, ich schieße einfach mal hin. Höchstwahrscheinlich wird der Roboter wegfahren, aber wenn nicht, habe ich einen Punkt. Und im Endeffekt ist er nicht weggefahren, weil er dachte, das macht eh keiner. Ja. Und solche Sachen sind echt total lustig und dann haben einfach Spaß am Tisch. Und das ist auch einfach, finde ich, irgendwie sehr überraschend. Wenn man nimmt es runter und dann guckt man, ach, das hast du gemacht. Und dann sieht man ja schon, oh, meins wird nicht klappen. Oder so, ne? Ja. Das ist immer schon irgendwie cool. Es ist auch witzig, wenn man dann mal überlegt, ach, ich mache jetzt einfach mal schnell und andere denken, boah, der hat sich das voll durchdacht, der macht bestimmt das und das und dann denkt man, hä, warum machst du das jetzt? Damit habe ich nicht gerechnet. So ein Kack. Ja. Also ich zum Beispiel, ich ziehe es einfach durch. Ich denke mir, was aus und dann mache ich einfach und dann gucke ich und ich versuche quasi meinen Spiel anderen aufzuzwingen. So. Ja. Aber das wissen die ja nicht, von daher kann das auch nicht klappen. Aber ja, wie ihr gemerkt habt, das Spiel macht richtig viel Spaß. Man darf nicht zu viel erwarten, ist ein halbe Stunde Spiel, ne? Also ein sehr seichtes Spiel. Aber man kann eben halt doch was überlegen, man trifft coole Entscheidungen, man kann sich seinen Zug eben so programmieren. Es schafft eine wunderbare Atmosphäre mit dem Artwork-Material und alles. Das ist einfach ein richtiges Spaßspiel. Wir hatten bisher eigentlich immer ziemlich viel Spaß am Tisch. So, also wir hatten zwar mal eine Person, glaube ich, die fand es nicht ganz so schön, aber die war mal frustriert, weil nichts geklappt hatte. Wahrscheinlich wäre es bei der Person, die beliebt ist bei der einen Partie, wenn man da vielleicht mehr spielen würde, wäre es anders. Aber also ich finde es richtig, richtig toll. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich es so gut finde. Ich habe es einfach mitgenommen, weil ich das Cover angesprochen hat. Und ich hatte schon gehört, okay, so ein bisschen seichter ist ja manchmal nicht so was für mich. Aber das Spiel hat mich echt überzeugt. Macht total viel Spaß, simpel und kommt immer wieder auf den Tisch. Und darum gebe ich auch eine 7,875, glaube ich, fast 7,9 kann man sagen. Ja, aber nicht ganz. Ja. Ja, ich fand das Spiel und finde das Spiel einfach richtig gut. Es ist so thematisch und es macht einfach so viel Spaß. Und auch bei dem Spiel habe ich gemerkt, ich mag es, glaube ich, ein bisschen lieber als du. Weil bei mir ist es nämlich eine 8,125. Wenn man so genau nehmen will. Wenn man es so genau also kommen wir insgesamt auf eine 8,0, was auf jeden Fall ziemlich gut ist. Ja. Und wenn euch so kleine Spiele so ein bisschen mit Atmosphäre und einfach gegeneinander sich ein bisschen chaosmäßig auf die Mütze geben, was für euch ist, schaut es euch mal an. Ja. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Und einen Daumen nach oben. Und schaltet wieder ein. Würden uns sehr freuen. Ciao. Bis dann.